Moin Leute, was geht? Heute wieder zu einem erneuten YouTube-Video. Und worum soll es heute gehen? Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, aber ich werde euch heute zeigen, wie ihr euch 250.000 Münzen sparen könnt. Und zwar geht es um Folgendes: Es ist gerade eben in der SBC-Challenge der POTM Lukas. Und genau um den wird es nämlich heute gehen. Wir geben ihn hier einfach mal ein, Lukas. Das ist der 86er. Um diese Karte wird es heute gehen. Und jetzt werde ich euch sagen, was wird ihr uns sagen, wieso 250.000 Münzen sparen? Ganz einfach, wir werden ihn jetzt einfach mal mit Salah vergleichen. Salah kennt jeder. Salah kostet um die 250.000. So. Und wenn ihr die Lukas SBC Challenge macht, die kostet euch vielleicht 50.000. Wenn ihr snipet, vielleicht 45.000. Wenn ihr gut sniped und die dann überteuert verkauft, die Spieler, kriegt ihr ihn umsonst. Habe ich gestern auch gemacht. Und tatsächlich ist es so, Leute, wenn wir uns diesen Spieler anschauen, Lukas und Salah. Salah kostet 252.000, was schon eine besagte Menge ist. Aber jetzt schauen wir uns mal die Stats an und genau darum geht es auch. Schaut euch das mal an. Wir haben hier Total Stats von Lukas bei 458 und von Salah bei 461. Das bedeutet, Salah ist um 3 Punkte besser, kostet aber 250.000. Ja. Die Total In-Game Stats sind aber von Lukas bei 2211 und bei Salah bei 2175. Das bedeutet, er hat fast 40, einfach mal mehr. Wir reden hier genau von 36 Punkte. Ist das, was die ganzen hier trennen. Und ihr seht auch schon, wenn wir hier runtergehen, Pace hat er mehr. Dann die Genauigkeit hat er mehr. Sprint Speed hat er mehr. Ja, da sind wir jetzt sogar gleich auf. Schuss ist um 1 drunten. Position sind um 3 drunten. Und Finishing um 10. Aber ganz ehrlich, wir haben ja noch verschiedene Chemistry Styles, die wir nutzen können, um ihn besser aussehen zu lassen. Aber schaut euch das mal an. 88 Schusspower. Salah hat nur 77. Das sind 11 Unterschied. Longshots von 83 sind sie beide gleich. Die können also auch mal von weiter weg drauf schießen. Super. Volley-Schüsse hat natürlich Lukas klar vorne. 78 zu 73. Hier. Penalties. Ja. Haben wir 83 bei Lukas und nur 61 bei Salah. Wir haben hier 83 bei Lukas und 61 bei Salah. Passing. 83 Lukas, 79 Salah. Vision 81 und Salah 82, ist ein Punkt Unterschied. Und wir sehen hier jetzt schon wieder weiter. Crossing 83, 78 bei Salah. Dann die Accuracy, also die Genauigkeit, 81 zu 60. Was wollen wir mehr? Short Passing 85 zu 82. Long Passing 81 zu 72. Curve, bei Curve Shots ist Salah besser um 3. Bei 83 zu 76, aber das sind ganze 7 Punkte. Da wollen wir uns mal nicht so haben. Wir sind wieder gleich bei 89. Jetzt schaue ich das an. Agility 98 zu 91. Balance, das heißt, ihr könnt ihn auch nicht so schlecht abdrängen, 94 zu 88. Dann natürlich Reactions 79, ist ein bisschen schlechter. Da hat Salah sehr gute Reactions. Ballkontrolle 84 zu 88. Dribbling 91 zu 89. Composure-Wert 82 zu 91. Defensive 45. Sind sie beide gleich. So. Ihr seht schon, in dem Ganzen, was wir hier haben, sticht nur eine Sache bei Salah raus. Und das ist der Physis-Wert. Er hat einfach mal 8 Physis mehr. Aber im Großen und Ganzen spart ihr euch eine Menge Coins. Und wenn ihr jetzt sagt, so hey, ich will auch für die Weekend League oder sonst etwas einen guten rechten Mittelfeldspieler haben, dann ist gerade eben die Zeit, wo ihr Lukas kostengünstig bekommt. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr ihn macht, denn ihr bekommt dort noch Packs im Wert von 52.000, 53.000. Was wollt ihr mehr? Ihr bekommt sozusagen diesen Spieler geschenkt, wenn ihr das macht. Weil 53.000 an Packs ist genau das, was die Karte gerade eben wert ist, nämlich 53.000 circa. Wie gesagt, wenn ihr sniped, geht er noch ein bisschen runter, 45 bis
40.000 oder vielleicht kriegt ihr ihn komplett kostenlos. Ich hatte gestern auch ein Video hochgeladen mit dem Spieler, den man für 350 kauft und für 900 verkaufen kann. Hab das total lange gemacht und hab dadurch mir Lukas kaufen können und das umsonst. Also Leute, schaut euch das Ganze einfach mal an. Bewertet doch einfach mal selbst. Ja, und wenn ihr sagt, ihr braucht noch einen rechten, schnellen Spieler, der nicht viel kostet, 50.000 Easy Money, dann könnt ihr auch sagen, hey, ich will ihn vielleicht nur als Super Sub haben. Der kommt rein, der ist schnell, der kann das Spiel nochmal verändern. Probiert es einfach mal aus. Mich würde freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr ihn findet. Ich spiele ihn total gerne in meinem Team. Und ich würde damit sagen, ich bin raus, Leute. Haut da rein. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Vielleicht auch ein Like. Schönen Tag noch. Ciao.